Also Sachen aufstufen. Dann, wir haben Nitos Seele. Wir haben die Seele der vier Könige. Wir haben die Seele des Schuppenlosen. Fehlt nur noch die Hexe von Izalith. Was wahrscheinlich dieses Chaoswesen sein wird. Das war doof. Das Ding war einfach nur doof. Obwohl, es wird wahrscheinlich auch irgendwas ganz Einfaches geben, genau wie bei dem Boss eben gerade auch. Womit man die super leicht umgehen kann. Müssen wir mal gleich gucken. Warum hast du gerade keinen Schaden genommen? Ich habe dich gehauen, aber kein Schild. Au. Oh. Ja, wusch, trink was. Ich krieg hier irgendwie auf den Deckel von Trash-Mobs. Na komm. Ja. Ich lass es. Ich lass es einfach. Lass mich in Ruhe. Heute ist nicht mein Tag. Ich kann irgendwelche Fürsten töten, aber keinen verdammten Trash-Mob. Weg. Oh. Sehr komisch. Aber ja, das Baumwesen. Eine Theorie, die ich auch schon aufgestellt hatte, als wir das erste Mal das Ding gesehen haben, war, dass ich eventuell gar nicht... Ich bin falsch? Nein. Dass ich eventuell gar nicht diese Blubbelblasen deiner Seite draufhauen sollte, sondern erstmal den Baum an sich töten. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Alternativ, sobald man das einmal befreit hat, gucken, ob man in der Phase irgendwas machen kann. Weil sobald beide Arme von dem Viech draußen sind, hatte ich keine Chance. Weil die Arme von dem Baum wedeln rum, denn die roten Blitzarme hauen auf einen rauf und der Boden fällt weg und man kann jederzeit in die Löcher im Boden geschubst werden. Was einfach nur doof ist. Hm, ja. Hallo. Ich hätte gerne... nee. Ich hätte gerne Waffen verstärkt. Das Schwarzschild haben wir schon verstärkt, ja. Die Sachen alle nicht. Dämonenmachete nicht. Nee, ich hätte gerne Rüstung verstärkt. Was? Ich hätte gerne Rüstung verstärkt. Da. Dich, jo. Dich, jo. Und wir brauchen Funkeldithanit. Vier Stück hierfür. Vier Stück hierfür, vier Stück hierfür, vier Stück hierfür. Wir brauchen 12 Stück. Das wird nicht aufgehen, oder? Reden. Gegenstand kaufen. 12 Vogelditanit. Nee, wird nicht aufgehen. Das heißt, wir holen uns erstmal 8. Jetzt haben wir 9. Du, ja, ja, ja. Rüstung verstärken. Und heute ist echt nicht mein Tag. Ich habe ja schon dreimal aus Versehen den Schmied weggeklickt. Du, Stufe 5. Ja. Du, Stufe 5. Ja. Also uns fehlen noch 3 Funkeltitanit. Denn es ist unser komplettes Schwarzeisen-Set auf plus 5. Das Schild ist sowieso schon auf plus 5 und der Streitkolben ist auf plus 10. Das ist sehr schick, würde ich sagen. Das heißt, jetzt sind wir wieder dekadent, springen zum Leuchtfeuer zurück. Dann hauen wir Krabben. Wo ging es hier raus? Da ging es raus. Ja, nee, das brauchen wir nicht. Also wir müssen jetzt nicht grinden. Wir kommen so schon einigermaßen gut zurecht. Wir müssen jetzt eigentlich echt zu diesem Chaoswesen. Wo? Wo war das Chaoswesen? Archiv des Herzogs? Ging das davon ab? Da waren die Kristalldinger. Ah, jetzt peinlich. Anolondo? Hinter Anolondo war das Archiv des Herzogs. Ach, hinter der Lava. Okay, 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 okay. Was? Wir müssen vom Tochter des Chaos ganz darunter laufen? Das glaube ich nicht. Katakomben der Giganten.
Das sieht irgendwie so aus. Der Abgrund waren die Untiefen. Sonnenlichtaltar? Nee. Ach du. Ja, gut, okay. Das heißt, wir tauchen jetzt oben auf bei der Spinnenfrau. Laufen von. Bist du ein 20er? Ja. Laufen jetzt von der Spinnenfrau runter Richtung, wo der Lavadämon war. Müssen uns dann nicht wieder durch die ganzen Tauren prügeln, sondern wir gehen die Treppe an der Seite runter, wo die Ziegendämonen waren. Dann müssen wir da einmal ganz durch, bei den fliegenden Eiern, dann bei den Dinos und. Das ist ein ganz schön langer Weg jetzt. Das heißt, ich werde mal gucken, ob ich da irgendwie durchkomme, ohne ohne allzu viel zu kämpfen. Also ich werde jetzt nicht jeden Gegner tothauen, definitiv nicht. Sind mir viel zu langatmig. Und na. Ja. Oder ich stürze mir einfach in den Tod. Nur ist auch okay. Macht die Reise aber auch nicht schneller. Da lang. Aber ich hatte einen guten Einblick da unten in das Loch. Ich hatte ja irgendwie einen Verdacht, dass man da auch noch runterkommt, aber es sah nur bedingt danach aus. Also es gab eine Plattform, auf der ich auch gelandet bin. Also aufgeschlagen trifft es wohl eher, aber das heißt, es könnte was da sein, aber ich habe noch keinen Weg gefunden, wie man da hinkommt. Ja, noch eine Sache. Wenn ich jetzt... Ah, lass mal sehen, hoffen. Vorsichtig. Wenn ich jetzt den... Na lang. Wenn ich jetzt das Chaoswesen wirklich töten sollte, hätte ich alle vier Herrscherseelen zusammen. Und ich wurde in den Kommentaren gewarnt, wenn du alle vier Herrscherseelen hast und sich eine Tür öffnet, geht nicht durch. Weil da ist ein Point of No Return. Was bedeutet, dass dann wahrscheinlich ein Endkampf kommt oder irgendwas in der Richtung. Und ich würde vorher ganz gerne die optionalen Sachen durchgehen. Und da wurde ich auch schon gespoilert. Also unten, wo wir das Holzschild gefunden haben, so ein Plankenschild. Das war in der Schandstadt. Da sind wohl noch Secrets und da ist das komplette Add-on hinter. Das heißt, das ganze Add-on, was ja mit bei dem Prepare to Die dabei ist, das ist hinter einem Secret. Das heißt, das kann man tierisch einfach übersehen, was absolut Dark Souls-like ist. Sie produzieren Content, eine Menge an Content und ein Großteil des Spielers wird es einfach nicht sehen, außer sie googeln es halt oder kriegen das von Freunden erzählt. Da würde ich auf jeden Fall auch noch ganz gerne hin, bevor wir durch die Tür gehen. Und man kann nicht sich zwischen deinen Beinen durchrollen, das ist doof. Heilung. Ja. Ja, warte mal. Ja. Das sieht fast aus, als könnte man da wirklich lang laufen, irgendwo auf den Wurzeln lang. Aber nee, wir haben was Wichtiges zu tun. Wir wollen erstmal die vier Herrscherseelen haben. Dann können wir die Tür ja auch ruhig öffnen. Wir dürfen nur nicht durchgehen. Und dann haben vielleicht die NPCs was Neues zu sagen. Storytechnisch. Also Gwinnewehr zum Beispiel. Oder der Hutmagier. Die Leutchen halt. So, ich teste mal, ob ich jetzt einfach hier durchrushen kann. Könnte wehtun. Könnte aber auch gut klappen. Bin ich hier richtig? Oh, ich glaube, hier bin ich falsch. War eine Sackgasse? Nee, okay. Okay, trink Trank. Kommen jetzt alle hinterher, ja. So war es geplant, ist okay. Lauf, 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 lauf. So, da, ja, Würmer und Dauren und Riesenziegendämonen und fliegende Eier. Alles gut. Komm, 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 komm.
So, hier war jetzt die Tür, wo... Was? Das sieht sehr verdächtig aus. Sieht genauso aus wie das... Wie der Baum. Der Bossbaum. Aber das ist, glaube ich, die falsche Richtung. Also, da war eben gerade der Weg zu Solaire. Also zu seinen Überresten. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg war. Oder ob das nur eine Abkürzung war. Oder was komplett anderes. Ich guck mal kurz hier erstmal. Hier geht's runter und hoch. Weg. Da geht's hoch. Also ich weiß, es war auf jeden Fall im hellen Gebiet. Nicht so dunkel wie hier. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Es sind zu viele von euch. Hoch, 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 hoch. Wow. Ja, es sind definitiv viele von euch. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Da unten ist irgendwas. Oh, zur Hölle sind wir. Ich habe wieder was Neues. Nein. Ah, ist die Spinnenfrau. Gehst du auch rückwärts? Ja, du gehst auch rückwärts. Ging das die ganze Zeit? Wahrscheinlich erst, seitdem der Lava-Dämon tot war. Okay, das ist eine sehr schöne Abkürzung. Dämonenruinen. Wo kamen wir her? Ich glaube, da kamen wir her. Also hier. Ja, das schaut gut aus. Oh. Au. Hä? Nein. Also es ist definitiv eine Abkürzung. Aber jetzt nur zurück zu dem, wo ich eigentlich hin wollte und so. Also wir springen von hier nach da. Von hier fallen wir runter. Das sollten wir überleben. Jo. Jo. Hallo. Und dann gucken wir hier einfach. Da hinten sieht es wieder lavaartig aus. Also ich suche dieses Untergrunddingens jetzt, wo die Dinos sind. Dahinter war diese Stadt quasi, wo die ganz, ganz vielen Eier waren, die Feuer spucken. Und von da aus gab es die Nebelwand und da war das Chaoswesen. Oh. Oder. Wir sind hier schon richtig. Ich glaube, wir haben die Dinos übersprungen. Ja, da unten sind die Dinos. Hier ist jetzt der Dämonen-Titanit. Den umlaufen wir wieder. Und dahinter in der Nähe müsste schon die Nebelwand sein, wenn ich mich irre. Gucken wir mal. Hallo, Dämonen. Au. Wow. Ist kein Blitz im Rücken. Können. Ja, du mich auch. Heilung. Das wäre nicht schön gewesen. Nur eine Heilung. Und weg hier. Oh, okay. So, ganz viele Eier. Da konnte man runterfallen zu dem Augen-Tentakel-Monster-Ding. Geh weg, doofe Wurzel. Wow. Ja, ich hatte erwähnt, dass es ein paar von denen sind, ne? Zehn viele inzwischen. So, Nebelwand. Wo hast du dich versteckt? Also das hier ist jetzt der Weg, den wir wahrscheinlich jedes Mal gehen müssen. Die Nebelwand war recht weit oben. Ja, hier. Okay.
Ja. Plan, wir rutschen jetzt einfach runter. Und ich versuche erstmal in der Baumform was zu reißen.